Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Balbedo. Meine lieben Freunde, vor 3 oder 4 Wochen haben wir etwas begonnen und möchten dies gerne heute Abend fortführen. Denn wir hatten in einem unserer letzten Sendungen halt das Thema Ehrenamt und Amateurfußball. Und da haben wir gesagt, hey, das kam bei euch allen da draußen so gut an, das möchten wir jetzt in regelmäßigen Abständen quasi zum Teil unseres Formates machen. Also, regelmäßig Amateurfußballmannschaften einladen, den Ehrenamt und das Ehrenamt ausdiskutieren, über die Verantwortung reden. Und heute, nachdem wir mit Dersimspor angefangen haben, mit einer Mannschaft quasi aus der Türkei, machen wir eine Reise, gehen Osten und begrüßen heute einen Fußballverein aus Afghanistan. Denkt man, wenn man den Namen hört, afghanischer Sportverein Hamburg, ist aber ein bisschen anders. Und darüber schnacke ich heute Abend mit Dusty, Dastagi Kaka, richtig? Richtig. Schön, dass du da bist. Danke. War heute ein bisschen holprig, das Reinkommen? Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder keine Ahnung. Das liegt auf das Wetter. Liegt am Wetter, oder? Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Das Erste, was sehr, sehr wichtig ist für unsere Freunde da draußen, ist, du bist erster Vorsitzender vom ASV hier in Hamburg. Wie lange machst du das jetzt schon? Also ich mache das, glaube ich, seit über 10 Jahren. Immer erster Vorsitzender gewesen? Ich war erstmal zweiter Vorsitzender und dann erster Vorsitzender. Und dann wird man das Ding nie wieder los, ne? Nein. Das macht Spaß, richtig mit den Jungs zu arbeiten. Das ist schön. Du kommst ja ursprünglich aus Afghanistan. Ist also ist auch nicht unweit jetzt vom Namen der Mannschaft, aber das werden wir gleich ein bisschen aufbröseln, dass das ja nicht nur was mit Afghanistan zu tun hat, auch wenn man das als erstes denkt. Du bist auch Journalist. Ja, ist richtig. Du hast was studiert? Ich habe Journalistik studiert in Leipzig an der ehemaligen KMU-Universität. Ja. Das war damals ein Austauschprogramm zwischen Afghanistan und ist richtig. Damals noch DDR, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich bin 1984 von Afghanistan nach Leipzig gekommen und da war ein Austausch zwischen Afghanistan und DDR. Und dann habe ich dort mit dem Studium angefangen. Und dann habe ich Journalistik studiert, ja. Mit welchem Schwerpunkt, wenn ich fragen darf? Also ich sollte eigentlich Korrespondent werden für Afghanistan. Und dann kam diese politische Situation. Die Verhältnisse waren ganz anders. Dann das war sozialistisches System, dann kapitalistisches System, nachdem DDR und BRD zusammengekommen sind. Ja, und dann habe ich auf dem Gebiet eigentlich kaum gearbeitet, ne? Wegen System. Ne? Klar. Ja. Und irgendwann hast du dich entschieden, nach Hamburg zu kommen. Das war dann, ich glaube, Ende der 2010er. Wann 2008 bin ich hierher gekommen. Ne? Was war der Grund, dass du dann nach Hamburg gekommen bist? Erstmal wegen meiner Frau. Mhm. Und in Leipzig waren wir jetzt ziemlich allein. Wir Familie, viele Familienmitglieder wohnen hier in Hamburg. Und auch Arbeit, wegen Arbeit. Da habe ich mich hier selbstständig gemacht. Da habe ich als Autohändler gearbeitet. Und dann kam diese Wirtschaftskrise. 2008 war das, glaube ich. Ja. Und ja. Das ist auch so ein Klischee, ne? Ja. Alle Afghanen machen Autoverkauf. Ja. Denkt man ja immer, ja, aber ist auch wirklich sehr oft so, ne? Ja. Man redet ja immer gerne von diesem Entrepreneurship, ist nur ein kleiner Ausflug jetzt. Ja. Man redet immer von diesem Entrepreneurship von Migranten, vor allem von Migranten, die immer sagen, ja, die sind alle so straight und wollen Migranten sich selbstständig machen. Ja. Und Migranten haben ja diese Power. Dabei vergisst eigentlich die Politik. Das liegt aber auch daran, weil viele zur Selbstständigkeit gezwungen werden, weil sie gar keine andere Option haben. Ja, das vergessen wir so oft. Und dann warst du irgendwann beim ASV, wenn du jetzt schon sagst 10 Jahre, kommt das ja ungefähr hin, also seit 2014, 15. 14, 15. Ja. Gibt es den ASV auch schon so lange? Seit 2007. Seit 2007 sogar? Ja. Hattest du damals schon was mit denen zu tun? Mit ASV direkt habe ich kaum zu tun gehabt, aber es gab auch davor einen anderen Verein, auch afghanischer Verein, der hieß Ariana. Und dann habe ich dort ein bisschen gearbeitet, im Vorstand. Und dann kam ich zu ASV Hamburg. Jetzt stellen wir gerne mal den ASV Hamburg mal vor. Wenn man den Namen das erste Mal hört, der afghanische Sportverein. Okay, wahrscheinlich spielen nur Afghanen da drin. Das stimmt nicht. Okay.
ASV ist eigentlich für afghanische Sportverein gedacht, aber wir sind sehr international. Wir haben Spieler aus fast allen Ländern der Welt. Wir haben aus Afrika, wir haben aus Europa, aus Asien, Lateinamerika. Bei uns gibt es nicht nur Afghanen. Wir wollen auch nicht nur mit Afghanen zu tun haben. Das ist ein Verein für alle. Die Tür ist für alle Nationen auf. Das ist richtige Integration. Mhm. Ja. Aber wenn man den Namen das erste Mal hört, hat man auch eine Hemmschwelle vielleicht, oder? Als Außenstehender? Ja, wenn man dann richtig dabei ist, dann merkt man, aha, das ist nicht nur afghanischer Verein. Das ist ein Verein für alle. Mhm. Das ist ein familiäres Verhältnis. Und ja, für alle. Ist interessant, weißt du das? Bei unserem, wie gesagt, das soll ja wirklich, dieses Ding will ich unbedingt fortführen. Du sagst so ähnliche Sätze wie der Präsident von Dersim Sport. Finde ich cool. Zwar hat man einen Namen, der irgendwie, wo man das Gefühl hat, ja, kann ich dahin? Ja, Dersim Sport ist ja auch nicht unbedingt für jedermann vielleicht am Anfang öffentlich oder zugänglich. Und dann kommst du und sagst genau dieselben Sätze und sagst, ja, wir sind aber für alle da. Ja. Aber dann könnte ich doch die Frage stellen, warum nimmt man nicht internationale Namen? Weißt du, was ich meine? Ja. Wäre das nicht besser gewesen? Vielleicht? Ja, aber wir haben damals, wo der Gründer des ASV hatte diese Idee gehabt, erstmal für afghanische Bevölkerung oder für afghanische Menschen hier einen Verein zu gründen, dass alle Afghanen, die wirklich in Billstedt aufgewachsen sind oder groß geworden sind, alle erstmal unter ein Dach zu bringen und dann langsam die Tür für alle aufmachen. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, das ist ASV, aber nicht nur für Afghanen. Mhm. Das ist ein Verein für alle. Jeder kann zu uns kommen, egal aus welchem Land, welche Sprache, welche Religion. Wir haben gesagt, das ist ein Verein, wo jeder seinen Platz findet. Das ist das Wichtigste. Ja. Deswegen gebe ich euch gerne den Platz, weil ich das glaube, dass man viele, viele dieser Amateurmannschaften in dieser Stadt braucht, auch um, was viele Leute da draußen vergessen. Wir reden zwar immer auf diesem Level Bundesliga und Champions League und so, aber die Basisarbeit, Nachwuchssportler zu finden und vor allem junge Menschen von der Straße zu holen, das geht nur mit Amateurfußball. Genau. Punkt. So, ist so und das ist nun mal Fakt. Vielen Dank bisher, Dusty. Wir machen ein kurzes Break für dich, aber ihr daheim könnt euch auf den ersten Beitrag am heutigen Abend freuen. Am 25. August steigt in der Großen Freiheit 36 ein mega Kickbox-Abend statt. Ich glaube, los geht's um 16 Uhr. Wir haben den Veranstalter dazu getroffen und der Mario Neascu wird sich mal kurz dazu äußern, was euch vor Ort erwartet. Das war der erste Beitrag mit Mario Neascu. Wie gesagt, am 25. August findet die Fight Night in der Großen Freiheit 36 statt. Weiterhin an meiner Seite ist Dusty, er ist der erste Vorsitzende des ASV, also vom afghanischen Sportverein. Jetzt müssen wir, meine erste Frage wäre, wo trainiert und wo spielt ihr eigentlich? Vor allem welche Liga? Oder welche, welche Liga, sagt man. Gut, also wir trainieren in Snetkarai, das ist Horn. Mhm. Wir sind in Landesliga. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich? Wie groß Mitglieder, seid ihr schon? Also wir haben ungefähr passive Mitglieder haben eigentlich sehr viel. Mhm. Ja, das ist der Klassiker. Ja. Ich werde Mitglied, aber komm nie. Hauptsache Support. Also, so aktive über 80, 90. Wow, das ist cool. Ja. Also, das heißt, wenn ihr mal Heimspiel habt, ist die ganze Community vor Ort wahrscheinlich. Ja. Das ist richtig. Wir machen auch Werbungen. Wir laden auch persönlich Leute ein. Ja, da ist immer was los. Ist es auch die Heimstätte? Findet dort auch das Heimspiel immer statt? Immer. Also ihr habt euer genau, eigenes das Feld? Das ist unser Platz, ja. Das ist schon mal wichtig. Ja, haben andere Mannschaften ja leider in dieser Stadt nicht. Ja. Das Dilemma kennen wir. Ja. Wie lange habt ihr diesen Platz eigentlich schon? Also den Platz haben wir eigentlich seit ungefähr 12, 13 Jahren auf jeden Fall. Ja. Oh, cool. Ja. Ich kenne andere Mannschaften, die hoppeln jedes Jahr von einem anderen Feld zu einem anderen Feld, weil sie gar nicht, keinen festen Platz haben. Ja. Finde ich mega. Wie war denn eigentlich so die Entwicklung, fußballerische Entwicklung in den letzten 2, 3 Jahren?
Wart ihr immer Landesliga eigentlich? Ja, wir sind, glaube ich, seit 4 Saisons, das ist das 5. Saison, glaube ich, bei Landesliga. Und am Anfang waren wir sehr stark. Wir könnten auch eigentlich aufsteigen, Oberliga, da kam diese Corona-Zeit. Und dann hat gar keine Mannschaft das geschafft, nach oben, weil das so geblieben war. Also es wurde nichts geändert an den Tabellen? Überhaupt nicht, ja. Ja. Vor 3 Jahren haben wir wieder richtig versucht, richtig Gas gegeben. Dann hat uns leider so ein Punkt gefehlt. Mhm. Ja, dann voriges Jahr war ein bisschen schwer mitzuhalten, aber Gott sei Dank haben wir das geschafft. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr richtig rangehen und den Aufstieg schaffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Aufstieg möchte man ja immer, aber es gibt auch immer viele Hürden, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Ja. Was sind denn die größten Schwierigkeiten eigentlich vom ASV? Finanzielle Natur oder vielleicht das Engagement grundsätzlich? Natürlich finanziell auch. Wenn man jetzt immer nach oben oder höher geht, dann muss man auch sagen wir, ein Budget haben. Mhm. Es gibt sehr viele Afghanen hier in Hamburg. Und vor allem sehr viele Unternehmer. Auch sehr viele Unternehmer. Ich hoffe, dass Sie dieses Interview hören und uns dabei helfen. Und wir brauchen ein Vereinshaus. Habt ihr keins? Ja, wir haben leider kein Vereinshaus. Wir sind seit fast 14 Jahren in Horn, Znetka-Reihe. Wir haben immer versucht, so ein Vereinshaus für uns zu finden, damit wir Jugendmannschaften dort, sagen wir, ausbilden, ne? Für die Basis dieses Vereins. Ja? Aber es ist in Hamburg sehr schwer, so einen Verein zu kriegen, aber wir sind dabei. Könnte man bei dem Fußballfeld, also bei dem Spielplatz, den ihr habt, ja, könnte man da nicht selber was bauen, anbauen, Haus, Häuschen, wie auch immer? Ist das nicht möglich? Oder komme ich gerade auf eine Idee, die nicht so gut ist? Es gab diese Idee, ja, aber das fehlt uns dieses finanzielle Mittel. Also, ja. Meine lieben afghanische Community, wie groß ist die afghanische Community in Hamburg? 70.000. 80.000? Ja. Leute, wenn ihr es nicht mal hinbekommt, dass die afghanische Fußballmannschaft in Horn ein Häuschen bekommt mit 80.000 Leuten, davon sind garantiert 40.000 selbstständig. Kommt hin, ne? Auf jeden Fall. Ungefähr. Kommt ungefähr. Liebe afghanische Community, da müsst ihr auf jeden Fall mehr machen. Also wirklich. Ja. Dieser Support, dieser Aufruf geht an alle Unternehmer da draußen. Wenn jeder Unternehmer sich an einer Fußballmannschaft vor Ort, direkt vor seiner Haustür, engagieren würde, könnten wir garantiert viel mehr bewegen. Glaubt es mir. Da spielt in der ersten Bundesliga in 10 Jahren nur noch Mannschaften mit Migrationshintergrund. Wallah, Champions League Afghanistan gegen Dersimspor oder so. Das wäre geil. Das wäre ein Traum. Was? Wir müssen noch groß denken, oder nicht? So, kurzes Päuschen für dich, mein lieber Dusty. Wir machen weiter und zwar auch zum Thema Fight. Wir haben nämlich ein sehr spannendes Face-Off gehabt. Beziehungsweise ein herausforderndes Face-Off gehabt zwischen Leon Marcher und JamTV. Die beiden erfolgreichen YouTuber werden nämlich gegeneinander kämpfen. Und das ist dabei rausgekommen. So, wie ihr sehen konntet, liebe Freunde, das Face-Off von Leon Marcher und JamTV hat nicht stattgefunden. Vielleicht haben wir nächste Woche ja eine Auflösung dazu. Ich habe noch keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das Thema am heutigen Abend ist der Amateurfußball mit seinem Ehrenamt. Und eine Sache bewegt ja den Amateurfußballer sehr stark. Und euch auch. Das ist das Ehrenamt. Dazu hältst du Vorträge an Schulen. Und jetzt die erste, berühmte, wichtigste Frage. Wie lange bist du noch mal erster Vorsitzender? 10 Jahre? Ja. Was verdienst du pro Monat? 0. Ganz genau. So, und darüber sollten wir uns auch mal Gedanken machen, liebe Freunde. Was ist dein Beweggrund zu sagen, okay, ich mache diesen Job, es ist ein Job, es ist ein Fulltime-Job, Wochenende geht drauf, Familienzeit wird gekürzt dafür, nehme ich auf mich und engagiere mich. Warum? Also ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich möchte, dass junge Menschen sich nicht auf Straße treffen und lieber in einen Verein gehen und sich beschäftigen. Besonders diejenigen, die neu kommen,
Die können dort Sprache lernen. Die können dort manchmal auch sogar eine Arbeit finden. Ich mache das sehr gerne, weil mir das Spaß macht. Weil Fußball ist für mich eine Familie. Ja? Und der Fußball bringt die Menschen zusammen. Sport eigentlich alles und dann Fußball. Das ist eigentlich diese Idee, warum ich mich engagiere. Ja. Wie kann man Menschen, vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer jetzt, dazu bewegen, motivieren, zu sagen, ich engagiere mich, zum Beispiel beim ASV? Ja, also Gespräche. Diese Leute sollte man eigentlich einladen, zum Sport zu kommen, zu uns zu kommen, die Arbeit anzugucken. Ich glaube, das ist auch so, dass die Leute, die wirklich gerne arbeiten möchten, die kommen auch da gerne, ja? Die engagieren sich auch so. Ja? Und es gibt immer diese sprachlichen Probleme, dass sie sich nicht öffnen und fragen. Da muss immer eine da sein, mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel, ich arbeite in einer Schule. Da sind sehr viele Menschen oder junge Menschen, die aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen, aus dem Iran kommen, aus Sudan kommen. Durch meine Arbeit rede ich mit denen. Was machen die? Ich vermittle sogar nicht nur Fußball. Da sage ich, ja, da rufe ich mal an, zum Beispiel Volleyball, Schwimmen, Basketball, Boxen und so weiter und so fort. Das ist diese Motivation. Man muss eigentlich mit diesen Leuten reden, diese Leute Hoffnung machen, sagen, es gibt alles hier. Ja. Das ist das, was mich echt wirklich motiviert. Und, ja. An welchen Tagen trainiert ihr eigentlich? Wenn vielleicht der ein oder andere da draußen sagt, ey, ich komme aus Horn, Bildstedt die Ecke und suche mir einen neuen Fußballverein. Wann seid ihr anzutreffen? Also wir sind immer Dienstag und Donnerstag von 19 Uhr bis 21.30 Uhr immer ansprechbar. Wenn ich Lust habe, kann ich mit dabei sein und einmal mitkicken? Gerne, aber das muss der Trainer entscheiden. Gut, dann komme ich als Wasserträger. Das können Sie. Sie können sich überall bei uns einen Platz finden. Es gibt so viel Arbeit. Man muss nicht nur Fußball können. Es gibt so viel Arbeit bei uns, ja. Also fürs Ehrenamt, für Ort aktiv einzubringen, eine sehr gute Sache. Ich weiß, dass es meistens Seniorinnen und Senioren sind, sehr oft, die auch in der Rente sind, die dann sagen, hey, ich brauche eine Beschäftigung. Ja. Aber ich finde, um ein soziales Verhalten zu lernen, ist es auch eine gute Möglichkeit für junge Menschen. Richtig. Daher, meine lieben Freunde, hier nochmal der Instagram-Account vom ASV. Einfach mal auf asv-hamburg gehen. Und wenn ihr da Fragen habt, dort ist auch alles zu lesen. Ihr könnt da Nachrichten schreiben. Ich glaube, eine Rufnummer ist auch hinterlegt. Also meldet euch gerne. So, kommen wir zum letzten Beitrag am heutigen Abend. Das ist aber noch nicht entlassen. Gleich gibt es noch kurz die Challenge. Aber zuvor nochmal der letzte Beitrag am heutigen Abend. Da geht es um Gina Rühl. Eine fantastische, eine junge, coole Frau, die leider durch einen Motorradunfall ihren Arm verloren hat. Und die haben wir interviewt. Ein richtig geiler Beitrag gewonnen. Schaut euch das Ganze mal an. Die Challenge bei Bedo wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Und damit herzlich willkommen zur Challenge bei Bedo. Dusty ist bereit. Warum? Weil er Fußball-Experte ist, habe ich gehört. Du bist ein wandelndes Lexikon, hat man mir gesagt. Werden wir jetzt sehen. Weiß ich nicht, wer das erzählt hat. Wir machen jetzt eine Fußball-Challenge. Ich habe mir ein paar Fragen mal rausgesucht, beziehungsweise die Kollegen von der Redaktion. Oh, und ganz easy, ganz unkompliziert. Ja. Pass auf, ich gebe dir eine Frage, ich gebe dir auch mal eine Antwortmöglichkeit, Multiple-Choice-mäßig, oder du errätst vielleicht von vornherein selber. Kann ja auch sein, ne? So, wir fangen mal mit einer ganz simplen Frage an. WM 2022. Wer bekam dort den goldenen Schuh als Torschützenkönig? Weißt du das noch? 22. Ja, vor zwei Jahren. Bei der letzten WM. Ich gebe mal gerne ein paar Namen vor. Mbappé, Messi oder Rashford? Wer könnte es gewesen sein? Oh.
Messi? Nein. Mbappé mit 8 Toren. Ja. Wann war denn die allererste WM? 1930, 1954 oder 47? Weißt du das noch? Es war vor deiner Zeit und vor meiner Zeit. Vor unserer langen Zeit. Wann könnte das gewesen sein? Das erste. Ja, 1930. Guck mal, das ist aber simpel. Was hat ein Spieler erzielt, der in einem Spiel gleich 3 Tore schießt? Wie nennt man das? 3 Tore in einem Spiel? Ja. Wie nennt man das? Hattrick, Dreierpasch. Digga, wer schreibt denn das hier? Hattrick. Oder Score. Ja. Dreierpasch. Da hat jemand zu viel Würfel gespielt. Welches Land ist bisher am häufigsten Fußballweltmeister geworden? Brasilien. Jawohl, 5-mal. Wann ist Deutschland das erste Mal Weltmeister geworden? 54. Richtig. So, das ist meine Lieblingsfrage. Wer schoss bei der WM 2014 das entscheidende Tor gegen Argentinien? Deutschland gegen Argentinien. Wer war das nochmal? Kennst du dich an diese Szene erinnern? Mach ihn! Ja, ich komme auf seinen Namen. Götze. Ja. Mach ihn. Hast du 1914, ja. Ja, krass. Zehn Jahre. Fast letzte Minute, ne? Mach ihn! Oh, ich werde ihn nie vergessen. Das ist leider traurig. Die Frage ist echt ein bisschen traurig, weil die Frage lautet, welches ist der älteste aller Fußballvereine, die momentan in der Bundesliga sind? Eigentlich wäre es der HSV, sind die aber nicht, weil die nicht da sind, eigentlich. Also wer ist der älteste Verein aktuell? Hertha BSC, Werder Bremen oder Borussia Dortmund? Was musst du raten? Wer glaubst du ist die älteste Mannschaft? Welche Mannschaft? Berlin. Ja, 1892, deshalb sage ich 1887 Hamburg. Ja. Eigentlich wären wir es, aber egal. So, letzte Frage ist ein bisschen raten. Pass auf. Bisher gab es bei 22 Weltmeisterschaften nur 8 Titel, also Gewinner. Ja, das ist krass eigentlich. Ja. Welche 8 Länder haben bisher die WM gewonnen? Mal gucken, wie viele Namen du aufzählen kannst. Brasilien. Jawohl. Deutschland. Jawohl. Spanien. Ja. Frankreich. Ja. Uruguay. Ja. Fehlen nur noch? Italien haben wir schon, ne? Nee, hattest du nicht jetzt. Italien? So, fehlen nur noch 2. Argentinien? Ja. Hast du Frankreich gesagt? Frankreich, natürlich. Ja. Ja. Da fehlt nur noch 1. Fehlt wirklich nur noch 1. Soll ich dir einen Tipp geben, welche Mannschaft? Ja. Die Fußballmannschaft, von der jede WM, jede EM immer heißt, absoluter Favorit. Brasilien? Nein, EM habe ich auch gesagt. EM und WM. Immer, ja, der absolute Geheimfavorit, noch nie was gerissen. Wer könnte das sein? Ja, das wird so. Football England. Is coming home. Ja, England. Yeah. Ja. Aber die sind doch noch nie Weltmeister geworden. Doch einmal. Echt? Ja. War das nicht gegen das Wembley-Tor gegen Deutschland? War das nicht das Jahr? Da war es. Da haben die doch einen. Oder war Deutschland, hat das Tor viel, ach, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall einmal Weltmeister geworden. Das Lustige ist ja, und das finde ich wirklich witzig, jede WM heißt es immer Favoriten. Und die spielen so einen grottenschlechten Fußball in meinen Augen, oder nicht? Ja, die spielen echt schlechten Fußball, aber egal. Ja. Dafür haben sie aber individuell gesehen mit die besten Spieler, aber halt keine Mannschaft. Und am Ende haben wir immer bei der WM gelernt, die Mannschaft gewinnt. Genau. So ist es. Dankeschön für die Challenge, mein Lieber. Bitte. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Das war's für heute Abend. Vielen Dank, dass du dir so Zeit genommen hast und vorbeigeschaut hast. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bitte Afghanen, die hier in Hamburg ansässig sind, die wirklich Zeit haben und Spaß am Sport haben. Ich lade sie gerne ein, einmal zu uns zu kommen. Snetkaraya. Ein Horn und das Spiel oder Spiele von ASV anzugucken. Das bringt Spaß. Dann habt ihr ein schönes Wochenende und wir werden uns sehr freuen, wenn Sie auch uns unterstützen können. So, und wenn ihr dann jedes Mal mit dem Sieg nach Hause geht, dann könnt ihr euch auch so ein Trikot mal zulegen. Das erinnert mich ein bisschen an. Also sieht fresh aus. Ja. Sieht wirklich sehr, sehr fresh aus. Ich hoffe, ihr kriegt kein Tantiemenproblem mit Real. Aber sieht geil aus, muss ich sagen. Du kannst ja mit goldener Farbe ja nichts Falsches machen. Ne? Passt gut zu euch, muss ich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und hoffentlich auch einen Aufstieg und weiterhin positives Feedback in der Community. Und das Wichtigste,
supportet, unterstützt euch gegenseitig, liebe Community. Dieser Aufruf geht vor allem auch an die afghanische Community. Ihr müsst euch alle zusammentun und euch gegenseitig unterstützen. Es tut kein anderer. Macht auch kein anderer. Macht es. Ja, seid für eure Mannschaften da. Engagiert euch im Ehrenamt. Und wenn ihr am Sonntag, wie ich als Gag gesagt habe, Wasserträger spielt, 90 Minuten, macht es. Tut gut. Ist gut für die Seele und ist auch gut für die Seele der Spieler und Motivation. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.